Hi Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit einer etwas verschobenen Kamera. Nein, und zwar mit was ganz Besonderem, dem Al-Kashmir Grapefruit, Jasmin, 30 Gramm, Grundtabak ist Burley. Warum was ganz Besonderes? Der Sascha hat ja schon öfters aus verschiedenen Tabaksorten was zusammengemischt, doch den hat er komplett selbst gemacht. Aromatisierung und ja, Vorbereitung, Schnitt, alles selbst gemacht. Ja, und wenn ich zum Aussehen komme, dann können wir uns das hier mal angucken, sofern der Autofokus ein Einsehen hat. Das hat er nicht, also müssen wir ihm da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ihr seht, das Ganze erinnert mich sehr an Tangiers. Und vom Schnitt und von der Farbe her, ich habe auch erst gedacht, du, den Schnitt, die Färbung vom Tabak kennst du. Ja, vielleicht kann man es hier mal so ein bisschen besser zeigen. Also das Ganze sieht echt aus wie Tangiers. Und ja, vom Geruch her, ja, riecht man Grapefruit. Und dann gesellt sich so das Jasminaroma dazu. Wobei ich da, ja, ist die Kamera schon wieder verschoben, was ist denn hier los? Und zwar, ja, es hat so ein bisschen was Weichspülerartiges, aber nicht unangenehm. Fruchtig, blumig, also vom Geruch her eine ganz tolle Sache. Ich habe den Tabak in einen Hotshot RT, in unglasierten, gepackt auf meiner Kali Mamoon Cairo Night. Die rauche ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Und wäre vielleicht auch, wenn sich ein Shop beteiligen würde, netter Preis für mein Gewinnspiel, wenn ihr nicht wisst, was ihr mir zuschicken sollt. Und ja, der Grundtabak ist Burley, habe ich glaube ich schon gesagt. Und Burley ist ja immer ein bisschen so ein schwieriger Tabak, der schmeckt sehr stark hervor, aber den kann ich hier jetzt noch nicht mal rausriechen. Also es ist wirklich faszinierend, wie dieser Tabak mich an Tangiers erinnert. Also vom Aussehen schon mal top. Vielen Dank übrigens an dich, Sascha. Ich bin sehr stolz, dass ich den testen darf. Und ja, Geruch hatten wir schon. Jetzt wollte ich noch mal zum Geruch kommen. Kommen wir zum Rauchen. Ja, sieht doch gut aus, was der für Wölkchen produziert. Vom Geschmack her, ein Kompliment an dich, Sascha, wirklich eins zu eins zu dem Geruch. Dieses herrlich saure von der Grapefruit und dann diese Herbe von einem etwas, aber wirklich nur etwas zu lang gezogenen Jasmintee. Fruchtig, blumig. Man erkennt, was es sein soll. Eine wirklich gelungene Mischung. Und ich kann den Burley auch auf keinen Fall herausschmecken.
Was mich extrem wundert, also da muss ich sagen, Sascha, da hast du einen super leckeren Tabak gemacht. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir Freunde sind, sondern das sage ich, weil es wirklich so ist. Was mich interessiert, wie du es geschafft hast, den Burley so auszuschalten. Nee, ist wirklich lecker. Und der Geschmack bleibt auch im Mund erhalten. Von mir, wenn es ihn zu kaufen gäbe, eine absolute Kaufempfehlung. Du darfst mir ruhig noch, naja, so 1,5 bis 2 Kilo von dem Tabak schicken. Und du hast mir ja denselben Tabak auch nochmal geschickt. Den werde ich demnächst testen. Und zwar ist hier als Grundtabak Orient verwendet worden. Also nicht Orient Tobacco, sondern die Sorte Orient. Und da bin ich auch schon gespannt drauf. Ja, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Tabak. Wenn der in die Herstellung käme, wäre das wirklich mal ein Edeltabak. Du weißt, ich hasse dieses Wort genau wie du, aber es wäre wirklich ein Edeltabak auf dem deutschen Markt. Ich kriege mich kaum noch ein. Schmeckt saugeil. Hast du gut gemacht. An meine zahlreichen Abonnenten, die jetzt noch dazugekommen sind und die ich schon lange habe, nochmal ein großes Dankeschön. Vergesst nicht zu kommentieren, egal ob jetzt positiv oder negativ. Daumen hoch wäre auch ganz schön, wenn es euch gefällt. Könnt natürlich auch einen Daumen runter geben, wenn es euch nicht so gefällt. Und ja, das war's von mir. Bis dahin, haut rein. Euer Gadur.